Bevor die Folge startet, denkt dran, nächsten Monat ist es soweit, meine neue Single wird released, Fuhrmannseid. Natürlich unterstützt mich bei meinem Musikprojekt auch wieder die Firma Holzkern. Ich habe den Rabattcode TRUCK15 auch für diesen Monat noch für euch. Das heißt, ihr unterstützt mich wahnsinnig, wenn ihr mal bei Holzkern auf der Seite durchschaut, ob ihr was findet oder nicht. Das müsst ihr dann selbst entscheiden. Der Link ist ganz unten in den Kommentarbereich. Unter anderem auch was für die Mädels. Ich möchte euch das einmal ganz kurz zeigen. Ihr kriegt so eine geile Box mit dabei, die ist übrigens magnetisch. Ja. Und zum Beispiel hat Holzkern auch Ketten mit dabei. Es gibt so passende Sets hier, ist alles mit am Start. Armband, Halskette oder auch Ohrringe. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was wir uns ausgesucht haben. Ihr könnt gerne mal durchschauen. Beachtet bitte bei dem Warenkorb Truck 15 eingeben am Ende des Bestellvorgangs. Dann bekommt ihr die 15% GTD-Rabatt. Und es würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen bei Holzkern durchstöbert. Das unterstützt mich unter anderem tatsächlich bei meinem Musikprojekt. Und ja, jetzt viel Spaß mit der Folge und lasst euch gut gehen. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3. Ihr seht, wir sind angekommen beim Kunden. Nicht alle Szenen sind zu sehen, weil das Fernsehen brauchte natürlich auch Material. Asphalt Cowboy Staffel 13. Dort könnt ihr alles in Ruhe nochmal sehen. Das war mit dem Fernsehen so abgesprochen. Aber natürlich ist hier auch einiges schiefgelaufen, wie es bei mir natürlich immer so ist. Also nicht nur die Kamera, die jetzt hier gleich rechts von der Wand runterfällt. Achtung, 3, 2, 1, jawohl. Natürlich ist noch viel mehr schiefgelaufen, auch auf der Rückfahrt. Alles in dieser Folge. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Erstmal das Intro und dann gehen wir rein. Viel Spaß. Und es war natürlich mal wieder mal typisch. Der Stapler hat die ganze Zeit reibungslos funktioniert, den ganzen Vormittag. Ich war da, Plane aufgemacht, abgegurtet, der ist hin und her gefahren, hat doch wen anders abgeladen, aufgeladen. Er ist ready, ich habe meine Gurte ab und irgendwie geht er kaputt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen und es war wirklich sehr, sehr heiß. Und ich habe mir gedacht, warum? Warum immer bei mir, Mann? Whoa, 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 take
Und ich weiß ganz genau, was ihr jetzt denkt. Warum hat das so lange gedauert? Ich gehe davon aus, dass der Staplerfahrer entweder neu im Business war oder er war halt sehr, sehr vorsichtig, weil halt das Fernsehen war mit dabei und er wollte keinen Fehler machen. Das kann man natürlich auch alles verstehen. Wir haben jetzt abgeladen und müssen jetzt wieder Richtung Frankreich und erstmal hier rausrangieren und dann geht's wieder zurück. Wenn sie schwitzen, vielleicht liegt es auch einfach mir. So, jetzt wollen wir mal hier rückwärts raus, ohne was kaputt zu fahren. Das wäre natürlich super. Weil da hinten stand irgendwo, kurz orientieren hier. Perfekt. Da stand ein LKW mittendrin. Das ist wunderbar, falls er hupt. Die hupt mir die ganze Zeit hier. Staplerfahrer. Ah, der LKW ist weg. Easy, da muss der Staplerfahrer jetzt. Denkst du nicht, dass der dich fix anrufen wird? Warum rufen die so viel, Kai? Ach, um zu warnen, glaube ich. Ich glaube, die warnen sich hier die ganze Zeit. Aber... irgendwo war er doch. Ach, da ist er. Oh, Jüri, ja. Jüri. So, und so fahren. Ja, dann müssen wir jetzt mal einlenken. Das ist der Staplerfahrer. Er kann ja auch wegfahren. Und auf Ehre. Ah, da ist er. Okay. Sehr gut. Sieht aus, als wenn ich das kann. Ach, der hupt, weil da, wenn da tote Winkel sind. Deswegen hupt er da. Tschüss. Ach nee, goodbye. Have a nice day, life and whatever you wollen. Kann man noch angeln, das ist ein Angelteich. Ne? Nee, das finde ich, das ist nicht so meins. Das ist so einfach. Ja, wo wollen die zusteigen? Ach nee, warte mal, wir fahren jetzt erstmal. Wir fahren einfach mal raus. Die Larissa macht eine Tour. Die rettet uns noch ein Stück weit. Ja. Ganz kurz, wundert euch bitte nicht im Laufe der Folge, dass ich immer die T-Shirts wechsle, dass ich mal ein schwarzes anhabe und ein weißes. Das liegt daran, fürs Fernsehen musste ich immer dasselbe farbige T-Shirt anziehen wie am ersten Tag. Und das hat sich mit meinen Aufnahmen immer überschnitten. Ja, als das Fernsehteam nachher dann weg ist, habe ich wieder ein T-Shirt vom ersten Tag an und so weiter. Das ist fürs Fernsehen immer unheimlich wichtig. Für mich normalerweise nicht, aber es kann halt sein, dass den einen oder anderen hier auffällt, hä, wieso hat er ständig andere T-Shirts an und es soll derselbe Tag sein? Das ist der Grund. Nicht, dass ihr euch wundert. Das ist schnell, ne? Das ist auch, hat auch Zeit. Das Türchen. Ah ne, ist ja hier frei, ist ja frei, ist ja frei, ist ja frei! Es wird langsam dunkel in England und wir müssen den Zug erwischen, den Eurotunnelzug. Ihr wisst Bescheid, wie im zweiten Teil. Und das Kamerateam ist schon auf dem Rückweg mit dem PKW. Wir machen das Ganze jetzt noch alleine zurück. Wie gesagt, es wird langsam dunkel. Ich hatte nicht viel Zeit, noch weiterhin zu drehen auf Englandstraßen. Es war ein bisschen stressig, sehr viel Verkehr und ich musste den Termin hier einhalten. Dafür bitte sorry, aber es geht ja weiter.
Hier in dem Terminal gibt man dann einfach ein, wie viele Personen man im LKW ist, ein oder zwei, was man für eine Art von LKW fährt, ob man Gefahrgut fährt, wie viele Achsen man hat. Das tippt man hier alles ein und dann kommt hier so ein Bon raus. Nur nochmal zur Info, falls ihr den zweiten Teil nicht gesehen habt. Hallo? I come to you. Immer so freundlich hier. So, jetzt fahren wir durch den Zoll. Thank you too. Hier wurde jetzt nach illegalen Passagieren und Drogen geguckt, aber ohne Hund diesmal. Die Einfuhrbestimmungen sind strenger. Schön, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Sonst hättet ihr das hier verpasst. Der Kollege vor mir, ja, der fährt sich jetzt gleich sein LKW kaputt. Denn wie ihr seht, fahre ich hier rechts durch. Ich bin leer. Ich muss nicht nochmal zu einer Nachkontrolle. Er vorne aber, links, achtet den auf den links, der fährt jetzt leider die Kurve ein bisschen zu eng und bleibt da am Betonpoller hängen. Man kann es aber hören. Oh shit. Es tut mir leid, ich muss nochmal reingrätschen, aber ich finde meine emotionale Reaktion auf die Sache, dass er mit dem Palettenkasten komplett am Betonpoller hängen geblieben ist und sich da einmal rumgewickelt hat, sensationell. Ich sollte Sportreporter werden. Dann bleibt das immer sehr spannend im Fernsehen. Ja, das war meine Reaktion drauf. Ich habe halt schon so vieles gesehen da in über 20 Jahren. Er ist halt die Kurve Thank gefahren you. Und ist mit dem Palettenkasten quasi, ja, im Betonpoller hängen geblieben. Gut. Was soll ich sagen, so bin ich nun mal. Ja, und für die Aufmerksamen von euch, ich fahre hier deswegen so schnell durch, weil meine Lenkzeit jetzt zu Ende ist.
Und auf den Zug kann ich dann 45 Minuten Pause machen. Und ich möchte mich hier ein bisschen beeilen, weil ich muss ja durchs teure Frankreich und Lenkzeitüberschreitung. Die alten Hasen von euch wissen, was los ist. Deswegen fahre ich hier so richtig Ramazamba, um so wenig Lenkzeitüberschreitung wie möglich zu haben. Nur mal am Rande. Mautgerät ist aktiviert. Auf englischer Seite war es halt aus, weil die gerade Mautausfälle haben. Da kann man im Moment keine Maut bezahlen, zum Glück. Jetzt leuchtet es grün und wir fahren aus dem Zug raus. Französische Seite. Geschafft. Willkommen in Europa. Mann, bin ich froh, Junge. So, nächster Parkplatz ist meiner. Feierabend. Nützlicher Tipp für euch, für die Neuen, die die Tour auch mal machen. Ihr habt gerade links den Bus gesehen. Bus Nummer 1 und 2 habt ihr auf der französischen Seite und auf der englischen Seite habt ihr dann auch wieder einen Bus Nummer 1 und 2. Ihr müsst dann immer in dieselbe Nummer einsteigen, weil der euch dann auch wieder zu eurer Zugmaschine zurückfährt. Achtet also bitte, bevor ihr in den Bus einsteigt, welche Nummer der Mann oder die Frau euch zeigt und dann beim Übersetzen genau in dieselbe Busnummer wieder einsteigen, sonst kommt ihr nicht zu eurer Zugmaschine. Nur als Information für die, die auch mal diese Fahrt machen. So einfach geht das, Digga. Krass, oder? Wahrscheinlich nochmal durch die Zollkontrolle hier in Frankreich. Und dann sind wir back. Ja, und die Szenerie erinnert mich irgendwie mal an die Filme, so die im Kriegsgebiet gedreht werden, wo dann halt künstlich der Verkehr runtergebremst wird durch solche Schikanen hier. Hier verfahre ich mich jetzt tatsächlich. Meine Arbeitszeit war nämlich echt am Ende und ich musste dringend einen Parkplatz finden, wollte aber nicht hier irgendwo stehen. Weil ehrlich gesagt, ich hätte es jetzt auch rauscutten können und euch sonst was erzählen, aber ich kenne mich halt auch nicht aus. Ich mache das hier auch gerade zum ersten Mal. Und ich verfahre mich jetzt hier und wollte an einem normalen Parkplatz am besten in Belgien irgendwo stehen. So ein bisschen Zeit hatte ich noch. Aber wie gesagt, wir sind schon wieder so lange hier dabei. Die Folge zieht sich auch schon wieder. Ihr habt gesagt, ihr wollt ein bisschen längere Folge haben. Die gebe ich euch hiermit. Aber ich kann euch sagen, in der letzten Folge sorge ich noch dafür, dass ein polnischer Kollege nicht auf die Autobahn mit seinem LKW fährt, weil das hätte nämlich sonst in einem Unglück enden können. Also auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn die nächste Folge online kommt. Die nächste Folge, wie gesagt, ja, und hier muss ich mich erstmal wieder an den normalen Rechts-Links-Verkehr, also quasi Rechtsverkehr gewöhnen. Man fährt wieder in Anführungsstrichen normal in einen Kreisel rein, nicht wie in England. War ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich sag euch ganz ehrlich, wie viele die England fahren, es lässt sich wirklich in England gut fahren und ja gut, die Richtungswechsel ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man zur falschen Seite, in Anführungsstrichen, in einen Kreisel reinfährt. Ja, und hier hätte ich jetzt zur anderen Seite gemusst. Ja, und ich entscheide mich aber irgendwie verkehrt und dann bin ich hier auf so einen Sicherheitsparkplatz gelandet. Die OGs von euch, die wissen genau, was ich jetzt hier falsch gemacht habe. Schreibt's gerne in die Kommentare. Der Rechtsverkehr. Mein Gott. Gott sei Dank.
ich lang muss. Keine Ahnung. Denn hier lang? Ich bin hier, glaube ich, echt falsch gefahren, Mann. Ich bin hier falsch gefahren. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ich möchte raus. Und an alle jetzt, die LKW fahren und das Gefühl kennen, wenn man sich verfahren hat und dann wieder auf den richtigen Weg findet, auf eine Autobahn kommt, und das hat so ein besonderes, löst das in mir immer so ein besonderes Feeling aus, dieses Durchatmen, oh okay, ich bin wieder auf der Autobahn, jetzt finde ich wieder meinen Weg. So, kennt ihr dieses Gefühl? Schreibt es mir in die Kommentare. Dieses, es ist so ein unbeschreibliches Gefühl, was man mit dem LKW nur hat, weil ein LKW halt länger ist, und wenn man sich verfährt und dann auf einmal in so eine kleine Engpassage kommt, wo man sich vielleicht festfahren könnte, und man weiß, wenn man dann auf der Autobahn wieder ist, dann ist wieder alles im grünen Bereich, und diese Erleichterung, die hatte ich in diesem Moment gerade wieder gespürt. Komm, seid ehrlich, schreibt's in die Kommentare, wenn ihr dieses Feeling kennt, wenn man mal sich verfranst hat und dann wieder auf die Autobahn kommt. Schreibt's mir bitte in die Kommentare. Geil, Mann! Der ist gerade an mir vorbeigefahren, Alter, Bruder. Doch, ey, fahr nicht, Junge!